So, wir sind jetzt ganz oben in diesem wunderbar alten Hotel und wir schauen mal, was hier gerade gedreht wird. Komm mal mit. Hier wird gerade der Liebesbrief geschrieben. Wir schauen mal rein. Nicht reinkommen! Nicht reinkommen! Rockmusik ist Handarbeit. Okay. Ladies and Gentlemen, the Big Band Wolf. Hi, here's the Big Band Wolf and this is the location. The location, yes. Ciao, ciao. Ja, am Anfang stand ein Konzert, Hermann. Du hast gespielt in München. Und ich hatte dich eingeladen und ich glaube, du warst der Besucher mit der weitesten Anreise in München im Substanzclub. Und ich weiß noch, als ich von der Bühne ging, dachte ich mir, oh, der Thilo, was hält der jetzt von dieser Aktion, die er gerade gesehen hat? Und dann, oh, super. Mensch, ja, es war ein geiles Konzert. Ich habe die drei auf der Bühne gesehen und dachte mir, wow, das ist eine unglaubliche Energie. Und ich habe dann spontan zu euch gesagt, hey, ihr müsst zu meinem Big Band Jubiläum kommen. 20 Jahre Big Band hatten wir gefeiert. Und zwar hier in diesem wunderbaren Theater. Und da habe ich mir gedacht, hey, wie bringen wir das zusammen? Eine Rockband und eine Big Band, das muss doch wahnsinnig gut losgehen. Ja, und dann haben wir uns zum ersten Mal hier auf der Probe getroffen. Und das war schon gleich ein Hammer. Also die Energie von euch und die Energie der Big Band, das hat total zusammengepasst. Genau, und wir haben hier heute das Video dazu gedreht. An der Geburtsstätte, sag ich mal, ja. An dem Ort, an dem wir zum ersten Mal zusammen auf der Bühne gestanden sind. Wir mussten erst einen Weg finden, wie wir das wirklich auch gut zusammenbringen. Und das hat sich dann sukzessive ergeben. Wir haben am Anfang, es gibt Titel auf dem Album, da sind die Bands wirklich ganz nah beieinander. Es gibt aber auch Titel auf dem Album, wo wir uns wirklich mal crashen, wo wir wirklich mal ein Battle fighten und jede Band ihre Qualitäten ausspielt. Der Punkt war, wie reagiert das Publikum, weil es waren dann hier, also in dem Theater, alles Nobel, Krawatten, Anzüge, erste Reihe und so. Mein Amp-Strahl hat genau auf so eine ältere Dame gestrahlt und ich dachte mir, Gottes Willen und so, was passiert jetzt, wenn wir loslegen? Aber ja, die haben es total abgefeiert, die haben es wirklich abgefeiert, man kann es nicht anders sagen. Die Leute haben getobt, sie waren begeistert, es kam total gut an. Das Album ist jetzt fertig und wir werden es 2013 auf die Bühne bringen, in einer 90-Minuten-Show, sage ich jetzt mal. Ja. Und das Ganze wird Rock the Big Band heißen.